Dein iPhone-Display reagiert nicht mehr oder du denkst, es ist defekt? In diesem Video zeige ich dir mehrere Methoden, was du machen kannst. Viel Spaß! Bevor du Panik vor teuren Reparaturkosten hast, probiere erstmal die folgenden Methoden aus. Oftmals ist das iPhone gar nicht wirklich defekt, sondern hat nur einen Hänger, den man ganz leicht und vor allem kostenlos beheben kann. Falls du dein iPhone noch nicht aus- und dann wieder angeschaltet hast, probiere das als erstes. Regt sich wirklich gar nichts, dann schaue dir am besten mal unser Video zum Problem iPhone lädt nicht an. Das habe ich dir in der Videobeschreibung, aber auch oben rechts in der Infobox verlinkt. Da erkläre ich, wie du dieses Problem ganz einfach beheben kannst. Wenn das auch nicht hilft, dann führe den sogenannten Hard Reset durch. Keine Angst, dabei gehen keine Daten verloren. Das iPhone fängt sich bei Problemen durch diesen Reset aber sehr oft wieder ein. Bei iPhone-Modellen mit Home-Button hältst du gleichzeitig den Power-Button und den Home-Button gedrückt, bis das iPhone ausgeht. Sobald das Apple-Logo erscheint und das Gerät wieder hochfährt, kannst du loslassen. Bei iPhones ohne Home-Button drückt ihr zuerst die Lauter-Taste, dann die Leiser-Taste und haltet dann den Power-Button so lange gedrückt, bis sich das Gerät herunterfährt und neu startet. Auch hier, wenn das Apple-Logo zu sehen ist, kannst du den Power-Button loslassen. Ist dein Display sichtlich kaputt, dann liegt das Problem sehr wahrscheinlich nicht am Gerät, sondern wirklich am Bildschirm selbst. Hier kannst du dich für zwei Wege entscheiden. Entweder du tauschst das Display deines iPhones mit Anleitungen im Internet selber aus, oder du bringst dein iPhone zu einem verifizierten Apple-Händler oder direkt zum Store und lässt es da reparieren. Beide Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile. Möchtest du deinen Bildschirm selber tauschen, dann informiere dich bitte im Vorfeld ausführlich. Im Internet oder auch in manchen Handyzubehörläden gibt es eine Auswahl an Bildschirmen. Beispielsweise findest du auf Amazon oder ähnlichen Seiten mehrere Sets, die bei 30 Euro anfangen und hoch bis in die mehrere 100 Euro gehen. Sei hier lieber nicht sparsam, sondern nehme ein gut bewertetes Produkt und lese dir die Rezensionen der Käufer durch. Ein gut bewertetes Reparaturset verlinke ich dir auch noch in der Videobeschreibung. Das Werkzeugset gibt es oftmals dazu. Hast du dir alles gekauft, dann kannst du dir auf YouTube oder auch auf Blogseiten Anleitungen zum Tauschen des Displays angucken. Schalte das Gerät unbedingt vorher aus oder lass den Akku leer werden, damit du dich nicht selbst verletzt und das Gerät nicht beschädigst. Funktioniert auch nach der Reparatur das Display nicht, dann öffne das Gerät noch einmal und kontrolliere, ob die Kabel und Verbindungen alle sicher und richtig sitzen. Es kann nämlich sein, dass Kabel nicht richtig verbunden sind. Verbinde diese deshalb noch einmal und achte auf eine saubere Ausführung. Vorteil, wenn du es selbst machst, ist die Kostenersparnis gegenüber einer Reparatur im Laden. Der Nachteil ist aber, dass einerseits die Apple-Garantie auf dein iPhone verfällt und andererseits, dass du keine Garantie hast, dass der neue Bildschirm einwandfrei funktionieren wird. Wenn dein Bildschirm dann immer noch nicht funktioniert oder du einfach direkt zum Fachmann gehen möchtest, ist die Reparatur wahrscheinlich etwas teurer, aber du behältst die Garantie aufs Gerät und du haftest nicht, wenn das neue Display auch nicht funktioniert. Achte hier aber darauf, dass du wirklich zu einem von Apple verifizierten Händler oder direkt zum Apple Store gehst. Bei Saturn oder bei Gravis zum Beispiel kannst du dich je nach Gerät auf bis zu mehrere hundert Euro Reparaturkosten einstellen. Ich hoffe wirklich, dass es bei dir nur an einem Problem lag, das mit dem Reset behoben werden konnte. Falls du dein Display selbst reparierst, dann wünsche ich dir gutes Gelingen. Kommentiere gerne mal, woran es bei dir lag. Like das Video und abonniere den Kanal, um nichts mehr von uns zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.